Liebe Pfeifenrauchergemeinde hier auf YouTube, zu guter Letzt noch ein Abschlussfilm. Hoffentlich habe ich euch nicht gelangweilt. Ich wollte das jetzt bei Zeiten alles fertig bekommen. Die nächsten Tage und Wochen werden ein bisschen hektisch, sodass ich, glaube ich, weder Zeit noch Muße finden werde, Filmchen einzustellen. Es begann vor ein paar Monaten, dass sich ein lieber Mit-YouTuber Gedanken über meine Klammern da hinten gemacht und festgestellt, auf Dauer ist das ja nicht das Wahre. Naja, ganz Unrecht hat er wirklich nicht. Das Problem bei den flachen Stahlklammern ist, wenn irgendwann mal der Filz verrutscht, hat man sehr schnell Schmarrn in seinem Holm. Und ausladende Holme, so wie hier, oder auch hier, können davon nicht mehr richtig aufgenommen werden. Und wenn, kann einem das sehr schön passieren, dass 2, 3, 4 Stunden später ein riesen Rabatz in diesem Zimmer herrscht, weil die einfach wieder rausfliegen. Übrigens auch ein Problem der neueren Klammern, die vielleicht, was die Größe der Holme angeht, sogar noch ein bisschen limitierter sind. Nun sind bei den neuen Klammern, wie man sie jetzt zum Beispiel bei Estefal kaufen kann, bei Standard-Holmmaßen kein Problem zu sehen. Aber die Form ist nicht so wirklich schön. Sie sind ein bisschen schmal und ich weiß nicht, wie lange diese Gummierung da drauf hält. Meine habe ich fertig im Rahmen gekauft, beziehungsweise ersteigert. Da kann man das mal ausprobieren, aber man muss teilweise sehr viel Gewalt ausüben, bis die Pfeifen drin sind. Und da war ich über neue Ideen eigentlich sehr erfreut. Tino ist nun einer dieser berühmten Maschinenmenschen, der es mittels Fräsen, Hochdruck, Schneider oder was es da sonst alles gibt und viel technisches Know-how schafft, kleine, kleinste, mittlere, egal was, zu entwerfen und auch herzustellen. Da bekam ich also ein paar technische Zeichnungen, die sahen hochspannend aus. Für mich als Laien war das aber, außer dass es gut aussah, nicht wirklich gut. Daraufhin bekam ich bestimmt schon ein wenig entnervt von Tino auch noch ein 3D-Modell, damit ich nicht so ganz doof dastehe. Und habe dann beschlossen, gut, wer wagt, der gewinnt auch manchmal. Und ich habe ein paar bestellt. Ich hoffe, Tino hat keinen Herzinfarkt bekommen, weil wenn ich was bestelle, habe ich was vor. Und da war mit 2, 3, 5, 10 oder 20 nicht. Das waren schon ein paar mehr. Tja, dann zog sich das Ganze ein bisschen. Die übliche Krux, das Material musste erstmal da sein. Der zeitliche Freiraum musste da sein. Und alles nimmt nicht so einfach, aber mittlerweile bin ich im Besitz von einem sehr schönen System eines lieben YouTubers und Pfeifenrauchers, der noch gar nicht lange Pfeife raucht, deren erste Pfeife ein Eckhard Seemann war und der einen ausgelesenen Geschmack hat. Also, Tino, deine Pfeifen à la Bonheur. Schick, schick, schick. Mehr Klasse statt Masse. Vom Feinsten. Und da bekam ich, der dritte, so ein Teil. Ein runder Boden. Recht dick. Ein Mitteldorn. Und eine Aussparung, die durch
den gesamten Stab geht. Zwei Löcher. Und was machen wir jetzt damit? Die Grundidee ist ganz einfach. Man nehme eine Pfeife, stecke sie da rein und sie hält. Durch die Löcher kann man natürlich den Neigungswinkel des Stabes verändern, sodass man theoretisch auch die Pfeifen so anbringen könnte oder so. Halten würde es trotzdem. Was natürlich den Vorteil hat, dass man gerade bei Systemen, die unterschiedliche Neigungswinkel haben, ja sonst immer mit dem Platz zu kämpfen hat. Also man kriegt es so hin, so, also vielfältigst. Ja, und ihr kennt ja vielleicht die Ständer, die aussehen wie ein flaches Brett mit Einkerbung, wo man die Pfeifen so reinsteckt. Das klappt prima, solange der Winkel vom Mundstück mit dem Nachfolger ungefähr identisch ist. Bei einem Brett kann man zwar auf jeder Seite eins reinstecken, bloß wenn dann das nächste stärker gebogen ist, wird schon der Platz für das übernächste Kerbchen blockiert. Und ich habe so ein Ding. Glücklich bin ich damit nicht. Man verschwendet verdammt viel Platz. Und wenn ich ehrlich bin, so richtig gut sieht es nicht aus. Daher bin ich heilfroh, diese Dinger zu haben. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich mir den passenden Schrank dafür einfallen lassen. Weil, wie gesagt, ich habe nicht 1, 2 oder 5. Ich habe einen ganzen Karton voll. Wenn schon, denn schon. Klotzen statt kleckern. So muss es sein. Und mir spart da schon was. Ich muss aber erstmal ausprobieren und ausrechnen, wie das mit den Winkeln klappt, mit den Abständen zueinander. Ob ich die geplanten 180 bis 250 Pfeifen in diesem Pfeifenmöbel dann auch unterbringe. Das wird eine nicht unerhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Also seid mir nicht böse. Und wenn das Ganze vielleicht 2-3 Monate dauert, ich verspreche euch, ich werde es euch vorführen, egal wie gut oder schlecht das Ergebnis ausgefallen ist. Und da Timo ja auch noch begeisterter Pfeifenraucher ist, habe ich zu diesen schönen Sachen auch noch Füllmaterial bekommen, damit es nicht aneinander schlägt. Vom Pfeifenkragel der Curly 44, naturbelassen, recht leicht, schmeckt lecker. Pfeifenhaus Wilde, English Number One, riecht toll, habe ich noch nicht geraucht, aber aus dem gleichen Haus English Alley, riecht auch schön englisch, lecker. Lieber Tino, vielen, vielen lieben Dank. Ich gehe mal davon aus, wenn ich das Ding fertig habe und es nicht zu abartig aussieht, was nicht in deiner Schuld liegen würde, könnte es eventuell Interessierte geben. In diesem Falle ist das kein Problem, wendet euch dann an mich. Aber das sage ich euch alles noch, wenn der Schrank zu sehen ist. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, grämt mir nicht für die vielen Filmchen und seid euch gewiss. Denk an euch, euer René.